Wunderbar. Boah, ich freue mich sehr, dass so viele sich heute taufen lassen. Und ja, für jeden freue ich mich ganz besonders. Und ihr habt alle die Botschaft heute gehört, oder? Die Predigt. Hat jeder sie gehört? Hat jemand sie nicht gehört heute? Doch jeder, dann brauche ich dazu gar nichts mehr sagen. Ich glaube, jeder weiß, was er tut. Und wir taufen aufgrund des Glaubens. Also jeder, der sich heute hier taufen lässt, das hat nichts mit Tradition zu tun. Es hat mit der Kirchengeschichte zu tun. Es hat mit dem zu tun, wie es die ersten Jünger getan haben. Aber es hat nichts damit zu tun, was für eine Tradition eine bestimmte sogenannte Kirche hat oder sonst was, sondern es hat mit dem Glauben an Jesus zu tun. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Glaubst du, dass er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist? Glaubst du, dass er ins Grab gelegt wurde? Und glaubst du, dass er von den Toten auferstanden ist? Und das deklarieren wir. Du sollst wissen, jede einzelne Taufe ist eine Verkündigung. Eine Verkündigung dessen, was Jesus getan hat. Wir bekennen den Meister. Wir bekennen uns zu Jesus, dem Meister. Wir verkündigen eine Message. Er ist gestorben, begraben und auferstanden. Und jeder Einzelne ist mit ihm gestorben, begraben und auferstanden. Du hast neues Leben durch den Glauben. Nicht durch das Wasser, sondern durch den Glauben. So wie dieser Ehering hier. Ich kann auf jeden Finger einen Ehering tragen. Ich bin deswegen nicht verheiratet. Ich bin auch ohne Ehering verheiratet. Aber die Christi bevorzugt, dass ich ihn trage. Und darum bin ich gehorsam. Versteht ihr? Der Ring ist nicht meine Ehe. Der Ring zeigt, ich bin verheiratet. Das ist ein Symbol. Und die Taufe ist genau dasselbe. Es ist der christliche Ehering, mit Jesus vereint zu sein. Amen. So, wir gehen jetzt ins Wasser. Ihr könnt so nahe kommen wie möglich. Ich fange bei den Frauen. Nein, ich fange einfach an. Gut, wer will der Erste sein? Komm, Sebastian. Ich gehe nur ein bisschen da raus, weil es damit es tief genug ist. Ich freue mich sehr für dich. Für dich, Sebastian, wirklich, das ist eine super Entscheidung. Nein, und ich mache es auch gerne, ich mache es von Gott aus. Das ist für mich. Liebst du Jesus? Ja. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja. Und glaubst du, dass er für dich gestorben, begraben und auferstanden ist? Ja. Amen. Amen. Na gut, dann darf man so herstellen, damit dich die Leute sehen können. Also, Sebastian hat gerade seinen Glauben bekannt und aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus taufen wir ihn nun im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr könnt euch alle die Nase zuhalten, wenn ihr wollt. Ich muss offen lassen. Okay. Aber ich würde es zumachen, die Nase. Ich taufe dich aufgrund deines Glaubens im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Danke, Meister. Ich wollte eigentlich gemeinsam mit dem Eugen heute taufen, aber der Eugen ist verhindert. Darum taufe ich heute ausnahmsweise alleine. Danke. Okay. Junge Dame, nächste. Die Hertha aus dem Waldviertel. Super. Schön, dass du dich heute taufen lässt. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, ich glaube. Glaubst du, dass er für dich am Kreuz gestorben ist? Ja, ich glaube. Begraben wurde und auferstanden ist? Ja, das glaube ich. Super. Aufgrund deines Glaubens taufe ich dich jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mach ich, ja. Ist gescheiter.
Super, Hertha. Ihr könnt alle nach der Reihe kommen. Oh, Philipp. Philipp, komm. Wow, das freut mich, Philipp. Den Philipp kenne ich, seit er ein Bub ist. Ein kleiner Bub. 5 Jahre, 6 Jahre, irgendwas. Wie alt bist du jetzt? 30 jetzt, nächsten Monat. 30? Ja. Ich kenne ihn, seit er 7 ist, glaube ich. Ja, fix, ja. Und er glaubt an Jesus und er hat, glaube ich, gestern die Entscheidung getroffen, sich taufen zu lassen. Ja. Und du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja. Amen. Amen. Du glaubst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist? Ja. Super. Philipp, aufgrund deines Glaubens taufe ich dich nun im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Super. Danke. Super. Wunderbar. Okay. Aber du machst das. Du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, glaube ich. Dass du, ja eben, darum bist du vorbereitet. Du glaubst, dass er für dich gestorben ist? Natürlich. Begraben wurde und auferstanden ist? Natürlich, ja. Okay, dann taufe ich dich jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Okay. Wow, nein, du bist sehr vorbereitet. Lass dir nicht einreden, dass du nicht vorbereitet bist. Du bist sehr vorbereitet. Dein Glaube ist alles, was zählt. Amen. Okay. Darf ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Super. Danke. Gottes Segen. So, jetzt brauche ich jemanden, der mir hilft, ihn rauszubringen wieder. Dem seine Vorarme sind größer wie meine Beine. Aber wer weiß, Jesus braucht auch starke Männer. Victor ist ein wunderbarer junger Mann. Wohlerzogen und er liebt Jesus von ganzem Herzen, richtig? Amen. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja. Dass er für dich am Kreuz gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist? Richtig. Aufgrund deines Glaubens, Victor, taufe ich dich nun im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du Fisch. I love you, bro. Danke dir. Okay. Julia. Ich freue mich sehr. Mama, Papa sind auch da, oder? Ja. Super. Ja, noch. Mama. Okay, Papa, super. Ja. Julia, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Vom ganzen Herzen. Super. Glaubst du, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, ja, begraben wurde, auf dem ist? Ja. Super. Sonst geht er runter. Hilft dir dabei. Bitte? Er hilft dir. Victor, komm. Genau. Er ist jetzt mein Taufhelfer. Ist okay für dich? Ja, ist okay. Kein Problem. Aufgrund deines Glaubens taufe ich dich nun im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich freue mich so sehr. Wow. Schaut euch dieses Taufkleid an. Das ist fast ein Hochzeitskleid. Aber sie ist mit Jesus, sie ist die Braut Christi. Wirklich, das ist wirklich ein super, super Bild für die Braut Jesu Christi. Macht aber gescheite Bilder. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja. Glaubst du, dass er für dich am Kreuz gestorben ist? Ja. Begraben wurde und auferstanden ist? Ja. Wunderbar. Aufgrund deines Glaubens taufe ich dich jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja.
Ja. Super. Ah. Next. Ihr könnt euch schon anstellen. Wow. Oh, das Kleid ist auch wunderschön. Es ist ein bisschen kalt, aber das geht. Nein, es ist warm. Zwei Schwestern. Wollt ihr gemeinsam? Kommt. Gut, aber eine nach der anderen, ja? Eine nach der anderen, ich kann schärfen. Ja, bitte mein Kolo. Okay. Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Ja, 100%. Glaubst du, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist? Ja. Okay, aufgrund deines Glaubens taufe ich dich nun im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wow! Super. Ich bin stolz auf dich. Gott. Schön. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja. Glaubst du, dass er für dich am Kreuz gestorben ist? Ja. Begraben wurde, auferstanden ist? Ja. Aufgrund deines Glaubens taufe ich dich nun im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Oh. Super, freue mich. Wunderschön, dass du es heute da geschafft hast. Ja. Sagst du mir den Namen nochmal? Milana. Milana? Mhm. Okay. Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Ja, sicher. Glaubst du, dass er für dich am Kreuz gestorben ist? Ja. Begraben wurde und auferstanden ist? Ja. Wunderbar. Aufgrund deines Glaubens taufe ich dich nun im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja. Super. Ich freue mich. Ja, klar. Wow! Seid ihr schon verheiratet oder kommt es erst? Es kommt noch. Die beiden werden bald heiraten und lassen sich gemeinsam taufen. Das ist wunderschön. Wie heißt du nochmal? Phineas. Phineas. Schön, Phineas. Glaubst du, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist? Ja. Glaubst du, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, ja, begraben wurde und auferstanden ist? Ja. Aufgrund deines Glaubens darf ich dich nun im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Freue mich. Der oder die Nächste? Lisa, wir freuen uns sehr, dass du das heute tust. Ja. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja. Glaubst du, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, ja, begraben wurde und auferstanden, ja, ist? Amen. Amen. Aufgrund deines Glaubens, Lisa, taufen wir dich heute im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Bist du? Ja, mal. Super. Danke, Jesus, für deinen besonderen Segen und deine besondere Kraft. Danke. Danke, Jesus. Mach's gut. Danke, Karin. Okay. Ich hab schon aufgehört zum Zählen. Die Gründe. Sieglinde. Schön. Sieglinde, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, ich glaube. Glaubst du, dass er für dich am Kreuz gestorben ist? Ich glaube. Begraben wurde, auferstanden ist? Ich glaube. Wunderbar. Aufgrund deines Glaubens, Sieglinde, taufen wir dich jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Du kommst auch gemeinsam. Super.
Super. Wunderbar. Du kannst, wenn du willst, da bleiben, während der Franz getauft wird, oder kannst, wie du willst. Jesus. Ja. Ich möchte ein bisschen was sagen. Ja. Ich möchte kurz was sagen. Jesus liebt uns alle über alles, bedingungslos. Jesus, ich liebe dich auch vom ganzen Herzen. Ich glaube an dich. Gut, also du glaubst, dass Jesus Sohn Gottes ist. Ja. Du glaubst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Ja. Begraben wurde, auferstanden ist. Ja. Gut, lieber Franz, aufgrund deines Glaubens taufen wir dich heute im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wunderbar. Super. Danke. Wunderbar, gemeinsam sich taufen lassen, auch wunderschön. Ein bisschen was siehst du, oder? Ein bisschen was schon, ja. Ich weiß, wo ich hin muss. Okay. Schön. Sag's mal deinen Namen noch. Bernadette. Bernadette, die Bernadette! Bernadette, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja. Glaubst du, dass er für dich am Kreuz gestorben ist? Ja. Begraben wurde und auferstanden ist? Ja. Okay. Aufgrund deines Glaubens taufen wir dich nun im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja. Schön. Danke. Oh. Kommt noch wer? Ja. Ist noch jemand dran? Ich glaube schon, ja. Gut. Niemand mehr? Ich bin schon, oder? Okay. Will von denen, die getauft worden sind, noch jemand etwas sagen? Ja. Michael, es war ein wunderschöner Tag. Es hat mich sehr gefreut, dass wir das machen dürfen, dass Gott zu uns hilft und zuschaut. Ja, wir danken dir, du bist so ein guter Pastor und das ist eigentlich die ganze, was da sind, werden wir es bezeugen können, ja? Einige. Danke, Jesus. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diese wunderbare Feier, dieses Fest. Ich möchte dir danken für jede einzelne Person, die sich heute taufen hat lassen, aufgrund des Glaubens an Jesus und aufgrund des Glaubens, dass er der Sohn Gottes ist und gestorben, begraben und auferstanden ist. Wir bitten dich um deinen besonderen Segen, dass sich wirklich dein Tor öffnet, dass dein Segen des Gehorsams über jede einzelne Person ausgegossen ist. In Jesu Namen. Amen. Amen.